Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlich zum heutigen Webinar mit dem Titel Richtiger Betrieb der Schiele-Kaminofensysteme. Mein Name ist Oliver Hanappel. Ich bin seit 2012 für das Unternehmen Schiele tätig. Bin technischer Kundendienst, also viel im Außendienst unterwegs und gehöre der Abteilung Vertriebs- und Produkttechnik an. Sie werden feststellen, dass Ihre Kameras und Mikrofone ausgeschaltet sind. Das hat einfach mit der Bandbreite zu tun, die wir ein bisschen schonen wollen. Sie haben aber die Möglichkeit, Fragen im Chat zu stellen. Im Hintergrund ist mein Chef, Markus Ebert, zugeschaltet. Er überwacht den Chat und gibt Ihre Fragen gegebenenfalls an mich weiter oder beantwortet sie direkt. Also scheuen Sie sich nicht, Fragen zu stellen. Legen wir los. Das heutige Webinar dauert so ungefähr eine Dreiviertelstunde und wir starten wie üblich mit einer kurzen Vorstellung des Unternehmens Schiele, aber wirklich nur ein ganz kleiner Blick darauf. Dann kommen wir um ein paar technische Grundlagen nicht herum, bevor wir dann in den Praxisbereich gehen. Also da wird dann praktisch erklärt, wie man einen Ofen richtig betreibt und warum das so zu tun ist. Legen wir los. Also das Unternehmen Schiele wurde 1946 von Senator Friedrich Schiele gegründet. In den letzten Jahrzehnten haben wir etliche Unternehmen dazugekauft oder wurden gekauft. Seit 2018 gehören wir zu Standard Industries, einem inhabergeführten Unternehmen aus den USA. Wir haben also seitdem einige Jahre Erfahrung auf dem Buckel. Wir sagen, über 75, fast 80 Jahre sind wir am Markt tätig, sind in 25 Ländern in Europa unterwegs und haben ungefähr 1400 Mitarbeiter. Davon im deutschsprachigen Raum Deutschland, Österreich, Schweiz ungefähr 280, 290. Unsere vier Geschäftsfelder zeige ich Ihnen im nächsten Bild. Und zwar natürlich unsere Keramik-Schornsteinsysteme. Da begreifen wir uns durchaus als Marktführer. Immer größeren Anteil haben auch die Stahlschornsteinsysteme. Und zwar nicht nur im industriellen Bereich, wie auf dem Foto zu sehen, sondern auch im Wohnbereich. Dann haben wir natürlich unsere Ofensysteme, über die wir heute vorwiegend sprechen, und auch noch die Lüftungssysteme, wobei wir im deutschsprachigen Raum nur noch das Luftverteilsystem im Angebot haben und nicht mehr die Komplettlösung inklusive Lüftungsgerät. Das soll es schon zur Firma Schiele gewesen sein. Steigen wir gleich in die technischen Grundlagen ein. Und an der Stelle möchte ich kurz so ein bisschen den Wandel der Zeit in Bezug auf den Ofen darstellen. Früher war es so, dass die Gebäude relativ schlecht gedämmt waren. Dementsprechend hatten sie eine große Heizlast und die Gebäude waren sehr undicht. Wir hatten also einen sehr hohen, ungewünschten Luftwechsel, also eine hohe Infiltration. Das Auswahlkriterium für einen Ofen war damals die Funktionalität. Möglichst sollte der Ofen für den Dauerbetrieb geeignet sein, weil der Kunde im Sinn hatte, über diesen relativ preiswerten Brennstoff Holz den teuren Brennstoff Ölgas, was auch immer, zu ersetzen. Heute haben wir komplett andere Bedingungen. Die Wärmedämmung ist super. Wir haben kaum noch einen Transmissionswärmeverlust, also vergleichsweise wenig, wenn man das mit früher mal vergleicht. Die Gebäude sind wahnsinnig dicht, insbesondere die ungewünschte Infiltration ist kaum noch vorhanden. Die Gebäude sind so dicht, dass wir oft in der Lüftungsanlage gar nicht herumkommen, weil es sonst einen Schimmel im Haus gäbe. Und das Auswahlkriterium für die Kunden für einen Ofen ist meist die Optik. Man wünscht sich ein tolles, großes Feuer, nämlich ein sogenanntes Wohlfühlfeuer. Grundlegend wird natürlich erwartet, dass man damit die Umwelt nicht belastet. Das macht es für uns als Hersteller von solchen Öfen natürlich herausfordernd. Klar, wir wollen diese große Scheibe und das tolle Flammenbild bieten. Natürlich darf das Ganze nicht zu ausladend sein. Also ein Kachelofen, der alleine 10 Quadratmeter vom Wohnzimmer beansprucht, ist heute nicht mehr zeitgemäß. Und wir müssen bei allem dem natürlich alle Normen erfüllen, insbesondere auch die Bundesemissionsschutzverordnung. Also die Emissionen müssen sich natürlich im Rahmen halten. Da muss die Leistungsabgabe natürlich passend zum Gebäude sein. Das heißt, wir haben eigentlich gar keine Erfordernis mehr, eine große Hitze abzugeben vom Ofen, weil das Gebäude über eine Fußbodenheizung normalerweise schon ausreichend erwärmt ist. Und dann haben wir noch die Herausforderung, dass diese Öfen eben auch in diesen dichten Gebäuden funktionieren müssen. Wenn wir uns das vorstellen wie so eine Käseglocke, also wir haben so ein ganz dichtes Gebäude, dann ist es, wie eben schon mal erwähnt, so, dass wir meistens um eine Lüftungsanlage nicht drumherum kommen. Und so eine Lüftungsanlage darf natürlich den einwandfreien, störungsfreien Betrieb des Ofens nicht beeinflussen. Deshalb ist es oftmals so, dass wenn wir eine raumluftabhängige Feuerstätte haben, dass wir um einen Differenzdruckwächter oder ähnliche Sicherheitseinrichtungen gar nicht herumkommen.
Haben wir dagegen einen sauerstoffunabhängigen Ofen, kann unter Umständen auf sowas verzichtet werden. Wichtig dabei ist zu wissen, dass derjenige, der die Lüftungsanlage plant, den Ofen nicht berücksichtigen muss. Ja, in den Normen steht nichts davon drin, dass man noch einen bestimmten Verbrennungsluftbedarf irgendwie abdecken kann. Das heißt, genau genommen müssten Sie den Ofen, wenn Sie den Ofen so betreiben, wie es hier dargestellt, also das raumluftabhängige Variante, müssten Sie das Fenster währenddessen öffnen oder irgendwelche Leckagen mutwillig herstellen, damit der Ofen sauber funktioniert. Das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Das heißt, es macht auf jeden Fall Sinn, dem Ofen eine eigene Verbrennungsluftversorgung von draußen zuzugestehen. Jetzt ist ein Verbrennungsluftanschluss nicht gleichbedeutend mit raumluftunabhängigem Betrieb. Das heißt, wenn ein Ofen einen Anschluss nach draußen hat, zum Beispiel in Form von diesem dünnen Kunststoffrohr hier, dann ist noch lange nicht sichergestellt, dass er wirklich nur durch dieses Rohr einatmet. Eine saumluftunabhängige Feuerstätte muss immer nachweisen, dass sie das wirklich ist. Das heißt also, dass sie wirklich die Luft nur über die Schächte, die vom Freien kommen, bezieht und dass auch kein Abgas in gefahrdrohender Menge austreten kann. Wenn wir hier zum Vergleich mal sehen, wie es oben bei unserem Kingfire Grande S aussieht, da haben wir im Hintergrund das Abgasrohr, hier mit einem angeschlossenen Druckmessschlauch und Temperatursensor von einem Differenzdruckwächter. Und das Zuluftsrohr hier vorne links ist genauso dicht und hochwertig vom Material her und vom Durchmesser her angeschlossen, wie auch das Abgasrohr. Da gibt es keine Unterschiede. Rückwirkend kann man sagen, hat eine Feuerstätte keine Zulassung für diesen raumluftunabhängigen Betrieb, egal ob von DGBT oder eine ETA-Zulassung, so gilt sie in der Regel als raumluftabhängig. Jetzt wohnen wir ja nicht mehr in undichten Jurten, wo von überall Luft nachströmt, sondern in relativ dichten Gebäuden. Das heißt also, mit dem dichten Gebäude muss auch ein dichter Ofen zwingend eigentlich ins Haus. Da gibt es kaum eine Alternative. Jetzt ist es so, wenn Sie bei Schiedler einen Ofen kaufen, dann haben Sie immer einen Ofen mit Zulassung für saumluftunabhängigen Betrieb. Hier sehen wir die Kingfire-Reihe, die alle diese Zulassung haben. Der Classic OS, unser Einstiegsmodell, hat die genauso wie die Variante Grande SC mit dreiseitiger Scheibe. Diese Modelle mit dem Index SC lassen sich zudem um eine Abbrandsteuerung erweitern. Da kommen wir später noch zu. Das Modell Canto SC gibt es in zwei Ausführungen. Zum einen mit diesem Podest als Podium oder Plano, hier mit diesem nahezu wandbündigen, mit der wandbündigen Frontverkleidung. Dieser Canto-Ofen kann sogar mit einem Großpartikelabscheider, den wir an allen Öfen oder allen Schornsteinmündungen installieren können, und einem Katalysator ausgestattet werden. Wenn Sie das tun, dann erfüllen wir nicht nur die Bundesemissionsschutzverordnung, sondern sogar die Anforderungen vom Blauen Engel. Alle unsere Produkte, also auch die Schornsteine und anderen Öfen, sind vom Sensitivhaus-Institut als geprüft wohngesunde Produkte gekennzeichnet. Schauen wir uns das System Kingfire nochmal an. Kingfire besteht also aus einem Betonmodul mit eingebauter Feuerstätte und aufgesetztem Schornstein, dem Schiedel Absolut. Das ermöglicht eine platzsparende Aufstellung im Aufstellraum. Alle diese Kingfire-Modelle haben die Zulassung für raumluftunabhängigen Betrieb. Das heißt, sie können problemlos mit jeder Art von Lüftungsanlage kombiniert werden. Und falls es nötig wird, aufgrund der Art der Lüftungsanlage, zum Beispiel bei einer reinen Abluftanlage, sind sie auch schon dafür vorbereitet, dass man einen Differenzdruckwächter anschließen kann. Seit diesem Jahr auch im Programm sind unsere freistehenden Öfen namens Sirius. Das Modell 1.1 und 3.1, die beiden unterscheiden sich nur dadurch, dass beim Modell 3.1 eben auch seitliche Scheiben den Blick auf das Feuer zulassen. Beide Öfen können wahlweise nach hinten angeschlossen werden, wie es links im Bild zu sehen ist, oder nach oben, wie rechts im Bild. Hier nicht zu sehen, aber dennoch vorhanden sind im unteren Bereich Verbrennungsluftanschlüsse. Das heißt also, auch diese Öfen können raumluftunabhängig betrieben werden. Das soll es zur Theorie gewesen sein. Schauen wir jetzt in die Praxis, wobei die auch nicht ganz ohne Theorie auskommt. Und zwar schauen wir auf die großen Einflussfaktoren für einen einwandfreien Ofenbetrieb.
Zum einen haben wir natürlich die baulichen Voraussetzungen und als ersten Punkt die Druckverhältnisse zwischen Luftansaugung und Abgasableitung. Wenn wir hier so ein Gebäude haben mit eingebautem Ofen, einem Schornstein und einer Zuluftleitung, dann kann es je nach Witterungsverhältnissen, also je nach Wind sein, dass sich auf der windabgewandten Seite Verwirbelungen bilden, die die Verbrennungsluftansaugung beeinträchtigen. Dies ist hier durch diese kleinen blauen Pfeile dargestellt, die in Richtung des Ofens ziehen. Je nachdem kann es also sein, dass die Luft nicht nachströmen möchte, im Worst Case sogar eher herausgesogen wird. Und je nachdem, wie der Wind auf der Mündung steht, könnte es im Worst Case sogar dazu kommen, dass das Abgas in Richtung Ofen geschoben wird. Dieses Problem haben Sie nicht, wenn Sie die Verbrennungsluftversorgung über dem Schornstein sicherstellen. Egal, ob das so eine konzentrische Variante ist, wie hier im Bild, oder die mit Kingfire standardmäßig einhergehende Lösung Schiedel absolut mit dem liegenden Luftschacht. Die Druckbedingungen an der Luftversorgung und der Abgasableitung sind nahezu gleich. Das heißt also, mit dem System Schiedel haben Sie baulicherseits schon fast alles dafür getan, dass das System optimal funktionieren kann. Des Weiteren spielt natürlich die Schornsteinhöhe eine Rolle. Also bei einem zu kurzen Schornstein stellt sich nicht der richtige Kaminzug ein, also das Bestreben des Abgases nach oben aufzusteigen. Bei einem zu langen Schornstein hätten Sie gegebenenfalls Schwierigkeiten, das Abgas überhaupt wegzubekommen, weil, oder vielmehr der Kaminzug wäre zu hoch, die Temperatur wäre dann damit zu gering im Ofen. Aber das wird ja bei Schiedel berechnet. Das heißt, wenn Sie ein System von Schiedel bekommen, wird das System funktionieren. Des Weiteren spielt natürlich die Gebäudelage eine Rolle. Also es macht natürlich einen Unterschied, ob ich im windschwachen oder windstarken Gebiet wohne, ob ich im Tal mein Gebäude habe oder freistehend. Des Weiteren haben wir natürlich die Witterungsbedingungen, die einen großen Einfluss haben. Es gibt ein sogenanntes Ofenwetter. Das heißt, erst dann, wenn die Temperatur über die letzten 24 Stunden 15 Grad oder weniger war, sollten Sie den Ofen betreiben. Also wenn es zu warm ist draußen, haben Sie Schwierigkeiten, Ofenfeuer ja, in Gang zu bekommen. Genauso wie bei einer Inversionswetterlage. Und ganz wichtig, Sie sollten bei Sturm kein Feuer machen. Bei Sturm wissen wir nicht genau, was passiert. Da kann es immer sein, dass der Rauch zurückgedrückt wird. Und als dritten Punkt haben wir natürlich das Nutzerverhalten. Also es hängt schwer davon ab, welchen Brennstoff ich verwende, wie ich die Lufteinstellung wähle und ja, von anderen Dingen, tatsächlich den Sachen, die so typischerweise an Linux-Anleitung stehen. Also wie zünde ich an, wie lege ich nach, all diese Dinge. Diese Sachen sind wahnsinnig wichtig, weil die sind letztlich die, die von Ihnen bzw. Ihren Kunden noch umgesetzt werden können. Die Gebäude stehen da, wo sie stehen und wurden gebaut, wie sie gebaut wurden. Da ändern wir nichts mehr dran. Aber wenn man so einen Kunden in den Betrieb einweist, geht es darum, genau auf dieses Nutzerverhalten hinzuarbeiten und zu erläutern, worauf es ankommt. Fangen wir mit dem Brennstoff an. Wir wünschen uns in unseren Öfen nur naturbelassenes, luftgetrocknetes Holz. Also keine Paletten, keine Bauhölzer, keine Kohlebriketts, ähnliches. Das hat alles nichts im Ofen verloren. Ob Sie ein Hartholz oder ein Weichholz oder ein Laub- oder Naturholz wählen, das ist letztlich egal. Wichtig ist, dass die Scheitgröße passt und dass die Restfeuchte passt. Schauen wir uns die Restfeuchte kurz in diesem Diagramm an. Wir wünschen uns eine Restfeuchte von 15%. Bei 15% haben wir etwa 4 Kilowattstunden pro Kilogramm Heizwert. Das hat einen wahnsinnigen Effekt auf den Ofen, ob ich ein zu trockenes oder ein zu feuchtes Holz einsetze. Und eben auch auf die Leistung, die der Ofen abgibt. Schauen wir uns mal das Typenblatt von einem Kingfire Grande SC an. Da steht drin, die Wärmeleistung gesamt beträgt ungefähr 6 kW. 6 kW bedeutet also ungefähr 1,5 Kilo Holz à 4 Kilowattstunden pro Kilogramm pro Stunde. Und das findet sich auch hier wieder. Also mehr als 1,5 Kilo sollten Sie in den Ofen nicht einlegen, ansonsten ja, zwingen Sie oder ringen Sie dem Ofen mehr Energie ab, als er abgeben soll. Wenn man dann sieht, hier Brennstoff pro Auflage, die liegt ein bisschen darunter. Übersetzt bedeutet das, die Auflagemenge sollte 1,3 Kilo in dem Fall nicht überschreiten und Sie legen dann, ich sage mal, nach einer Dreiviertelstunde ein Stück Holz nach, sodass Sie ungefähr aus 1,6 Kilo pro Stunde Durchsatz kommen. Das heißt auch, die Scheite müssen entsprechend klein sein. Also 1,5 Kilo ist nicht viel. Ja. Schadet nicht, sich eine Küchenwaage zu Hilfe zu nehmen, um zu schauen, was bedeutet das denn. Die 15%
gelten für das üblicherweise verwendete Holz. Zum Anzünden kann man natürlich auch ein Holz verwenden, das trockener ist, aber eben nicht in großen Mengen. Also Sie sollten keine 1,5 Kilo Holz einlegen mit einer Restfeuchte von 0 bis 5%. Zum Anzünden eine kleine Menge zu verwenden, meinetwegen 500, 600 Gramm, ist dagegen in Ordnung. Als Anzünder können Sie alles wählen, was der Markt so hergibt. Ich bin ein Freund von diesen Paraffinanzündern, es gibt auch andere, die gut funktionieren. Sie dürfen nur keine flüssigen Brandbeschleuniger verwenden. Wichtiger Hinweis auch noch, neben der Lagerung im Freien ist natürlich auch wichtig, dass man gegebenenfalls eine kleine Menge Holz schon im Haus hat, bevor man es verbrennt. Also wenn Sie den Ofen betreiben und holen dann frisch von draußen, ich sage mal, ein minus 5 Grad kaltes Stück Holz reinlegen, das ist Feuer, das wird eben die Brennraumtemperatur derart stark abkühlen, dass wir eben keinen vernünftigen Abbrand mehr haben. Also so ein Korb irgendwo ja, im Ofenbereich oder vielleicht auch eine kleine Menge irgendwo im Hauswirtschaftsraum macht sicherlich Sinn. Sprechen wir über das Anheizen. Das ist ganz wichtig, denn wir müssen von oben anzünden. Dazu gehört, dass wir als allererstes den Feuerrost frei machen und gegebenenfalls in die geöffnete Position bringen. Das heißt, ich habe hier wieder ein paar Bilder. Das ist jetzt der Feuerrost von einem Brande. Da muss ich schauen, dass ich eben diese Schlitze, die hier im Rost sind, einigermaßen frei mache und auch, dass die Aschelage, die darunter liegt, ja, nicht schon voll ist. Sie sehen hier in dieser Aschelage diese ja, Luftschlitze im oberen Bereich. Das heißt, der maximale Füllstand ist unterhalb dieser Luftschlitze. Sollte die Asche schon bis dahin stehen, wenn Sie ein Feuer machen wollen, dann müssen Sie die Aschelade erst ausleeren. Ansonsten bekommt das Feuer tatsächlich keine Luft. Bei den Modellen Classico, Rondo, Lineare haben wir einen runden Feuerrost und einen zusätzlichen Rostdrittel. Also Sie sehen das hier links im Bild, diesen Hebel mit diesem, ja, an die Lautstärketaste an der Fernsehfernbedienung erinnernden Symbol. Das heißt, wenn dieser Hebel reingeschoben ist, dann sind die Schlitze im Feuerrost nach unten geschlossen. Die Asche kann nicht in den Aschebehälter fallen und das Feuer bekommt auch nicht die Luft, die es braucht. Diesen Hebel muss ich also herausziehen. Damit öffne ich die Schlitze nach unten und die Verbrennungsluftversorgung für das Feuer. Wenn ich also diese Tätigkeiten gemacht habe, dann kann ich anfangen, Holz einzulegen und zwar mit von unten nach oben kleiner werdenden Hölzern. In der Anleitung sieht das so aus. Wir haben unten zwar etwas größere Schalte, nach oben hin werden die Schalte kleiner und dann wird die Anzündhilfe relativ weit nach oben gelegt, also so in die zweite Lage von oben, sage ich mal so, sodass die an verschiedenen Stellen auch frei nach oben abbrennen kann. Bei dem Ganzen muss ich natürlich auch schon die maximale Auflagemenge beachten. Und wie eben schon mal erwähnt, bricht man sich keinen Zacken aus der Krone, wenn man dazu mal eine Küchenwaage zu Hilfe nimmt. Ich habe das hier mal getan, also hier auch aufgebaut, wie es sein soll, unten zwei größere Stücke, darüber kleineres Material. In der zweiten Lage von oben liegt hier so ein Stück Paraffinanzünder. Das hier sind knapp 900 Gramm, also eine gute Menge, um ein Feuer zu starten. Warum legen wir den Anzünder nach oben, werden Sie sich fragen. Nun ganz einfach. Die modernen Kaminofensysteme funktionieren eben nicht wie ein Lagerfeuer im Freien. Beim Lagerfeuer im Freien kommt von überall Sauerstoff ohne großen Widerstand an den Anzünder. Da kann man den bedenkenlos unten drunter legen. Hier bei uns ist es so, dass der Anzünder weit oben sein muss. Einfach deshalb, damit wir im oberen Bereich des Brennraums schnell heiße Luft bekommen. Diese heiße Luft hat eine geringere Dichte als kalte Luft, die zieht also durchs Abgasrohr nach oben und saugt damit förmlich frischen Sauerstoff über die Zuluftbereiche nach. Wenn ich den Anzünder unten drunter legen würde, würde die Flamme des Anzünders eben über das darüberliegende Holz abgekühlt und wir bekämen diese Bewegung der Luft und des Abgases nicht so hin, wie wir es brauchen. Die Folge wäre, die Scheibe beschlägt sehr schnell und das Feuer kommt nicht recht in Gang. Also von daher immer von oben anzünden. Bevor ich es wirklich anzünde, muss ich auch noch den Luftschieber ganz öffnen. Alle unsere Öfen haben einen Luftschieber, der so oder so ähnlich aussieht. Hier sehen wir den von einem Classico. Sie sehen, die Stellung ganz links ist 0, also der Sommerbetrieb oder dann, wenn der Ofen wirklich nicht im Betrieb ist, dann stellt man es auf 0. Wir haben die Nenneinstellung 1 und zum Anzünden müssen wir es ganz aufmachen, also auf Römisch 2. Wenn wir das getan haben, können wir die Anzünder anzünden. Mit Streichholz, mit langem Feuerzeug, was auch immer. Und Sie können auch die Brennraumtüre anschließend sofort schließen.
Es gibt Wettbewerber, die empfehlen, die Tür angelegt zu lassen, also nur so angelehnt, sodass noch ein Luftspalt da ist. Die empfehlen das nicht. Also diese Luftbewegung oder diese Abgasbewegung, die wir brauchen, die Zirkulation durch den Ofen, die sollte ich von Anfang an richtig einstellen. Wenn Sie das beherzigen, dann wird sich das Feuer nach und nach von oben nach unten in diesen Holzstapel hineinfressen. Diese Aufnahmen hier wurden im Zeitraum von 6, 7 Minuten gemacht. Also man sieht schön, wie das Feuer richtig schön entfacht. Wir haben keine Rauchentwicklung oder ähnliches. Das Feuer kommt gut in Gang. Das haben wir eben schon gesagt. Zum Anzünden muss der Luftschieber auf die Stellung 2 gebracht werden. Wenn das Feuer schön brennt, so sagen wir nach 20 Minuten oder sowas, dann können Sie den Luftschieber in Richtung 1 stellen. Ich sage in Richtung 1, weil je nach Witterung ist das auch kontraproduktiv. Das heißt, wenn Sie das Gefühl haben, Sie ersticken die Flamme, das Feuer wird dunkel, wir haben eine höhere Rauchentwicklung, dann machen Sie den Luftschieber lieber wieder weiter auf. Es mag Tage geben, an denen es einfach nur bei der Stellung 2 sauber funktioniert. Wenn das Feuer dann einigermaßen heruntergebrannt ist, also nur noch hier und da eine Flammenentwicklung ist und wir ein schönes Luftbrett haben, dann ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um Holz nachzulegen. Dazu als erstes den Luftschieber, wenn er vorher auf 1 oder irgendwo zwischen 1 und 2 saß, wieder auf die Stellung 2 setzen. Anschließend die Bremsraumtüre ein paar Zentimeter weit öffnen, einfach um einen Druckausgleich herzustellen. Das reichen wirklich 3, 4 Sekunden, damit man eben nicht den Rauch über diese stoßartige Bewegung in das Wohnzimmer zieht. Im schlimmsten Fall sogar irgendwo so ein paar Glutstückchen mit rauskommen. Erst den Druckausgleich abwarten. So sieht das in der Anleitung aus. Genau. Dann kann man die Tür langsam so weit öffnen, dass bequem Schalt durchpasst. Also ich muss die Tür nicht immer im 90-Grad-Winkel oder wie auch immer bis zum Anschlag öffnen, sondern es reicht ja ein kleines Stück, ein bisschen aufmachen und dann in aller Ruhe ein Stück Holz von oben auf das Glutbett legen. Und zwar mittig in das Glutbett. Wir geben nicht ohne Grund immer so einen Ofenhandschuh mit. Ja, also es besteht überhaupt kein Grund zur Hektik. Sie können in aller Ruhe arbeiten und das Brenngut nachlegen und die Tür auch anschließend langsam wieder schließen. Wenn Sie dann Holz nachlegen, dann natürlich in der richtigen Art und Weise. Hier sehen wir, wie es nicht sein soll. Also hier links, klar, brauchen wir nicht drüber zu reden, das geht über jede Vorgabe hinweg. Ja, das sind mit Sicherheit irgendwie 3 Kilo Holz, die dürfen da nicht rein. Zwei Stücke davon hätten gereicht. Diese beiden Stücke sollten aber dann wirklich möglichst mittig im Blutbett liegen und nicht so wie im zweiten Bild, so an der Wand. Also das Rechte liegt fast gar nicht im Glutbett. Das hat eine ganz schlechte Chance, überhaupt zum Brennen zu kommen. Und das andere liegt an mehreren Stellen an den Seitenwänden an. Auch an diesen Stellen wird der Abbrand nicht sauber funktionieren. Im dritten Bild ist die Anordnung toll, aber da hat jemand so 1,5 Kilo Brocken reingeworfen. Ja, also das wird sich auch schwer tun, in Gang zu kommen. Da wären zwei kleine Stücke, 800 Gramm zum Beispiel, besser gewesen. Und Sie sollten auch nicht versuchen, so ein 33 cm Stück da irgendwo reinzuwerfen. Auch das ist so ein bisschen zum Scheitern verurteilt. Also einen sauberen Abstand bekommen Sie so nicht hin. Das wäre so das, was wir uns wünschen. Also zwei kleine Stücke einfach mittig ins Glutbett gelegt. Der Luftschieber war jetzt parallel immer mit einem Thema. Ja? Und dieser beeinflusst maßgeblich das Flammenbild. Und wir haben darüber gesprochen, zum Anzünden müssen wir es ganz aufmachen. Ja? Hier sehen wir unten im Bild den Luftschieber, wie er zum Beispiel beim Sonnenlinear aussieht. Ich muss diesen Schieber also ganz herausziehen, ganz nach rechts in dem Bild, damit wir diese Anzündstellung haben. Wenn ich dann die Flamme ein bisschen ruhiger machen möchte, das Feuer schön brennt, dann kann ich so in Richtung Stellung 1 zurück. Wie eben schon mal erwähnt, wenn Sie drohen, die Flamme zu ersticken, dann lieber wieder weiter aufmachen. Das ist immer abhängig von der Brennholzqualität und natürlich von der Witterung. Das heißt, Sie müssen auch als Betreiber das Feuer so ein bisschen im Blick behalten und unmittelbar reagieren. Der Ofen sollte also unter Aufsicht betrieben werden. Vor dem Nachlegen, eben auch schon mal erwähnt, sollten Sie den Schieber wieder auf die Stellung 2 ziehen. Und wenn das nachgelegte Scheitern schon brennt, dann können Sie wieder in Richtung 1 das Ganze etwas verringern, um den Brennstoffdurchsatz etwas zu minimieren. Die Stellung 0 dient nicht zum Ausschalten des Feuers, ganz wichtig. Also die Stellung 0 ist wirklich nur dann auszuwählen, wenn der Ofen nicht in Betrieb ist. Also es könnte ansonsten sein, dass Sie so viel Sauerstoff wegnehmen, dass
die austretenden brennbaren Gase aus dem Holz nicht mehr verbrennen können. Die sammeln sich dann im Brennraum. Und wenn dann die Tür geöffnet wird oder plötzlich wieder der Luftschieber auf 2 gestellt wird, kann es zu einer kleinen Explosion, also sogenannten Verpuffung, kommen. Ja, das sollten Sie vermeiden. Also Stellung 0 nur dann, wenn der Ofen nicht im Betrieb und kalt ist. Es kann auch Sinn machen, dass wenn Sie den Ofen ausbrennen lassen, weil wir können ihn ja nicht ausschalten, Sie müssen ihn ja runterbrennen lassen, dass Sie dann zum Ende des Abbrandes hin gegebenenfalls wieder die Stellung 2 auswählen, dass die Hitze wirklich abströmen kann. Ist nicht zwingend erforderlich, aber es kann zum Beispiel dann, wenn Sie einen Differenzdruckwächter mit angeschlossen haben am Ofen, verhindern, dass im Abbrand der Differenzdruckwächter Alarm schlägt. Schauen wir uns an, was passieren kann, wenn man sich nicht an diese Vorgaben hält. Und fangen wir auch da wieder mit dem Brennstoff an. In dem Fall hier mit einer zu großen Brennstoffmenge oder zu geringen Restfeuchte. Eben schon mal erwähnt, erzwingen wir dann aus dem Ofen deutlich mehr Energie, als er eigentlich zur Abgabe vorgesehen war. Und das kann natürlich zu Schäden führen. Zum einen am Ofen selbst. Also hier ja, ist ein bisschen schwer zu erkennen, aber diese Vermiculite-Platte im hinteren Bereich ist in der Mitte gerissen. Das ging auf eine Übertemperatur zurück. Auch die fast weißen Steine lassen uns schon vermuten, dass der Ofen zu viel Temperatur bekommen hat. Genauso kann natürlich auch die Scheibe reißen, insbesondere dann, wenn bei zu hoher Temperatur auch noch die Tür zugeworfen wird nach dem Holz nachlegen. Hier war es dann so heiß, dass selbst der Handschuh nicht mehr ausgereicht hat, um den Kunden in Ruhe dieses Nachlegen ausführen zu lassen, sondern wollte sich nur wenige Sekunden vor dem Ofen aufhalten. Beim nächsten Kunden war es so, ich wurde hingerufen, weil der Differenzdruckwächter permanent 0 Pascal anzeigt, unabhängig vom Ofenbetrieb. Und wenn man dann die Verkleidung oben abnimmt, hier an diesen Lineare, Entschuldigung, dann sieht man schon, das Abgasrohr ist nicht mehr silber, sondern braun. Ja. Das heißt für mich, dass der Ofen nicht nur 400, sondern eher über 500 Grad gesehen hat. Und an diesem Messingröhrchen, da ist normalerweise der Druckmessschlauch angeschlossen, der war komplett weggeschmolzen. Den Kunden darauf angesprochen, dass er den Ofen überheizt hat, wurde ich erstmal lügen gestraft. Aber dann war es zum Glück so, über diesen angeschlossenen Differenzdruckwächter, da konnte ich eben nachweisen, dass der Kunde es tatsächlich geschafft hat, in einer Heizsaison den Ofen 84 Mal über die 400-Grad-Grenze zu treiben. Also es war vorsätzlich eine Fehlbedienung. Und abgesehen davon, dass da Schäden am Ofen passieren können, sollte man sich auch vergegenwärtigen, dass wir ja auch einen Betonkörper und einen Schornstein da oben aufgesetzt haben. Und auch die Oberflächentemperatur von Schornstein und Betonkörper nimmt ja zu, wenn ich den Ofen überheize. Unter normalen Umständen liegen wir mit dieser Oberfläche immer bei so maximal 85 Grad. Auf diese 85 Grad Oberflächentemperatur sind alle Abstände zu brennbaren Bauteilen ausgelegt. Also zum Beispiel in der Mitte hier unten zu sehen, in der Holzbalkendecke, der Abstand zu dem Holzbalken beträgt 5 cm, sodass bei diesen Oberflächentemperaturen von 85 Grad sichergestellt ist, dass nichts passiert. Wenn ich den Ofen natürlich überheize, dauerhaft, dann kommen natürlich höhere Temperaturen zustande. Es kommt zum Hitzestau und es könnte anfangen zu brennen. Dazu muss also kein Funke irgendwo in Freiheit finden, sondern es kann sein, dass durch einen Hitzestau tatsächlich diese ja, angrenzenden Bauteile nicht formstabil bleiben und letztlich sogar Feuer fangen. Dann kann es natürlich auch hier zu einer Verpuffung kommen, wenn ich zu viel Holz auflege. Also wenn der Querschnitt zur Verbrennungsluftversorgung nicht mehr ausreicht, um ja, die Anforderungen des eingelegten Brenngutes zu erfüllen, dann könnte ich auch das erzwingen. Grundsätzlich habe ich auch einen höheren Verbrauch, höhere Emissionen und muss den Ofen auch öfter sauber machen. Lege ich hingegen zu wenig Brennstoff ein, dann wird die Temperatur im Brennraum zu gering. Auch dann habe ich einen unvollkommenen Abbrand und etwas, was wir nicht haben wollen. Es kann auch zu einer erhöhten Scheibenverschmutzung führen und ganz dramatisch ist, wenn wir auch noch zu feuchtes Holz verbrennen, also ein Holz so von 18-20% Restfeuchte aufwärts, dann haben wir auch als erstes Indiz diese erhöhte Scheibenverschmutzung. Und das Gefährliche daran ist, dass wir einen sehr hohen Wasserdampfanteil im Abgas haben. Dieser Wasserdampf, der kondensiert auf dem Weg zur Schornsteinmündung und baut dann im Schornstein ja, ein Glanzloos auf, also so eine Art Teerschicht. Und wenn es dann irgendwann mal ein Funke schafft, sich da oben einzunisten, dann kommt es zum sogenannten Kaminbrand. Und das wollen wir alle nicht erleben. Also dann haben wir kurzzeitig ja, vierstellige Temperaturen im Abgasrohr, also 1200 Grad ist keine Seltenheit. Dann ist natürlich auch die Oberflächentemperatur am Schornstein und Co. nicht mehr bei 85 Grad, sondern darüber. Und es können sogar Flammen oder Funken oben aus der Mündung schlagen und das Haus über die Dachhaut in Brand setzen.
Also zu feuchtes Holz sollten Sie tunlichst vermeiden, lieber noch ein Jahr liegen lassen, bevor Sie es wirklich einsetzen. Das soll es zum Brennstoff gewesen sein. Falsch machen kann man natürlich auch die Luftschiebereinstellung. Und über den Luftschieber, das ist ein sensibles Teil, kann ich nahezu alle vorgenannten Mängel auch provozieren. Hier sehen wir schön, Verbrennungsluftmangel, also zu geringe Luftschiebereinstellung in der Anheizphase, sorgt auch für die Feinstaubproblematik. Also hier haben wir einen schönen Vergleich. Das Bild zeigt schön, dass man dann auch an der Mündung sieht, was passiert. Wenn Sie einen guten Abbrand haben, dann stellen Sie an der Mündung kaum einen Rauch Zug fest. Weil diese Luftschiebereinstellung so tricky ist, gibt es auch immer mehr Anforderungen in dieser Richtung und auch die Vorgabe, dass eine Abbrandsteuerung eingesetzt werden soll. Diese Abbrandsteuerung macht nichts anderes als den Luftschieber selbst einstellen anhand der Abgastemperatur. Wir sehen hier rechts im Bild diesen kleinen orangen Stellantrieb, der eben mit dieser Luftschiebermechanik verbunden ist, sodass nicht mehr der Betreiber oder die Betreiberin selbst den Luftschieber bedient, sondern eben dieser Stellantrieb diese Aufgabe übernimmt. Dadurch werden natürlich Fehlbedienungen begrenzt, zumindest was den Luftschieber angeht. Man kann immer noch zu viel oder falsches Holz einlegen und so weiter, aber zumindest die Luftschiebereinstellung sollte dann passen. Also es wird permanent die Abgastemperatur gemessen und der Luftschieber anhand derer eingestellt. Das Ziel ist natürlich, dass Sie den Brennstoff möglichst effizient ausnutzen wollen, immer vor dem Hintergrund, geringe Emissionen zu erzeugen. Diese Technik ist für alle SC-Modelle, also alle Kingfire-Modelle außer dem Classic Roar einsetzbar. Natürlich gibt es auch Nachteile von dem System. Und zwar muss man sich tatsächlich dieser Abbrandsteuerung unterordnen. Also wir kommen so ein bisschen weg von diesem archaischen auf die Brust klopfen, ich habe Feuer gemacht, sondern der Ofen sagt einem, was man tun soll oder lassen soll. Ja, das heißt, ich muss zum Beispiel das Holz auf Befehl nachlegen und nicht, wenn ich das Gefühl habe, jetzt wäre es Zeit. Das bedeutet aber auch, ich muss mich tatsächlich mit dieser Bedienung so ein bisschen auseinandersetzen. Also wir Männer sind ja gern dafür bekannt, dass wir Anleitungen nicht lesen, sondern ja, Dinge einfach tun. In dem Fall rate ich davon ab. Also wenn Sie nicht genau wissen, wie das System funktioniert, können Sie auch Störungen provozieren. Also wenn Sie die Brennraumtür aufmachen und der Türkontakt, der stellt dann fest, da wurde eine Tür geöffnet, hat jemand Holz nachgelegt und die Temperaturzunahme, die dann erwartet wird, stellt sich nicht ein, dann kann es dazu Probleme kommen. Theoretisch könnte es auch zu Problemen kommen, wenn man ein Update von diesen zugehörigen Apps aufspielt. Ist noch kein akutes Thema, aber ich habe es hier zumindest mal klar dargestellt. Theoretisch wäre auch das denkbar. Der Hauptnachteil ist aber, dass der Ofen bei einem Stromausfall nicht ohne weiteres betrieben werden kann, weil man, wenn der Stellantrieb angeklemmt ist, diesen Luftschieber nicht mehr manuell bedienen kann. Es ist so, dass man diesen Stellantrieb auch relativ leicht von der Luftschiebermechanik entkoppeln kann. Das heißt also, auch wenn ich keinen Strom habe, könnte ich den Ofen betreiben. Aber da muss man schon so ein bisschen handwerkliches Geschick mitbringen, ansonsten wird das nichts. Aber ehrlich gesagt ist es ja auch so, dass wir nicht jeden Tag mit Stromausfällen in Deutschland zu tun haben. Also von daher kann man durchaus sagen, die Vorteile überwiegen bei dem System. Und in Zukunft wird das Ofenfeuer sicherlich digital. Also ich denke, auf lange Sicht wird das zum Standard gehören. Als letzten großen Punkt sprechen wir über die Ofenreinigung. An der Stelle sei kurz erwähnt, alle unsere Öfen sind ab Werk mit einer Lackierung ausgestattet, die sich erst noch einbrennen muss. Das heißt also, bei den ersten ein, zwei Abbrennen kann es beißend riechen, weil die Lösungsmittel eben noch ausgasen. Das ist genau wie beim neuen Backofen auch. Beim dritten oder vierten Mal ist das kein Thema mehr. Ansonsten haben Sie natürlich regelmäßige ja, Einsätze, was die Reinigung angeht, je nachdem, wie oft und wie intensiv Sie den Ofen benutzen. Dazu können Sie natürlich die Konvektionsöffnungen reinigen, vielleicht sogar mit einem Staubsauger, und alle Oberflächen können Sie feucht abwischen. Wichtig, die Betonung liegt auf feucht, nicht auf nass. Wir wollen also keine Staunässe haben. Wir wollen nicht, dass die Dichtung aufquillt, abtrocknet, porös wird. Wir wollen auch nicht, dass bei einem Classico, der hat eine Doppelverglasung, dass da Feuchtigkeit zwischen die beiden Scheiben ziehen kann, weil die können wir nicht einfach so auseinandernehmen und so reinigen und wieder zusammenbauen. Der Ofen hat ja eine Prüfung auf die Dichtigkeit hin und da müsste dann die komplette Tür tauschen. Also das sollten Sie vermeiden. Dann muss natürlich der Brennraum gereinigt werden. In der Anleitung sehen wir da
So einen Besen oder einen Handfeger, mit dem man das tun kann. Ich bin ein Freund von Aschesaugern. Das muss nichts Tolles sein, das muss kein Markenprodukt sein. Gibt es für kleines Geld im Baumarkt, ich sag mal 50, 60 € sind sie dabei. Damit lässt sich der Brennraum einfach viel schöner sauber machen und im Zweifel auch die Aschelade, die muss ja auch regelmäßig entleert werden. Wenn Sie diese volle Aschelade hier vom Classico versuchen, durchs Haus zu tragen und unterwegs nicht zu verlieren, toi, 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 also ich nehme an, das wird Ihnen nicht gelingen. Wenn Sie das vor Ort direkt aussaugen, sind Sie dann besser aufgestellt. Aber es ist kein Muss, es geht auch anders. Dann muss man natürlich von Zeit zu Zeit auch die Scheibe reinigen von innen. Und dazu empfehlen wir die Verwendung eines Kaminglasreinigers. Bitte kein Backofenspray verwenden. Ja? Backofensprays, die sind zwar von der Anwendung her vergleichbar, aber die sind anders zusammengesetzt. Also die müssen ja Fette und Eiweiße lösen, damit haben wir hier nichts zu tun. Die würden die Oberflächen, also Lackdichtung etc., würden die angreifen. Also bitte nur einen Kaminglasreiniger verwenden. Dann gibt es das Hausmütterchen Rezept, Zeitungspapier oder Küchenkrepp anfeuchten, in die Asche tunken und damit die Scheibe abreiben. Das kann funktionieren, aber nur dann, wenn Sie sicher sind, dass das Holz, das Sie verbrannt haben, zum einen nicht harzhaltig war und auch schwermetallfrei ist. Ja, also wenn das Schwermetall belastet ist oder harzhaltig, dann rate ich dringend davon ab, weil damit versauen Sie dann die Scheibe. Je nachdem, wo Sie das Holz kaufen, können Sie gar nicht sagen, wo das genau herkommt. Also ja, ich empfehle dringend, auf einen Kaminglasreiniger auszuweichen. Das gelingt ganz sicher. Grundsätzlich muss man sagen, die Scheibenreinigung ist zwingend erforderlich. Also wir haben bei diesen modernen Öfen, wie eingangs schon mal erklärt, sehr große Scheiben. Wir haben aber relativ wenig Holz drin und damit auch eine geringe Brennraumtemperatur. Das heißt, diese Scheiben bei unseren Öfen oder auch bei allen modernen Kaminöfen brennen sich nicht frei. Bei einem Kachelofen, wo Sie nur eine relativ kleine Sichtscheibe, so eine Art Kontrollglas haben und haben dann da 6 Kilo Holz drin und haben dann 600 Grad, da ist das kein Thema, da müssen Sie die Scheibe nicht sauber machen. Aber bei diesen modernen Kaminöfen kommen Sie da nicht drum herum. De facto sieht es so aus, dass auch die Ascheladen relativ klein sind. Das heißt, je nachdem, wenn Sie jetzt mal samstags, sonntags den Ofen betrieben haben, dann ist montags morgens, wenn der Ofen abgekühlt ist, die Aschelade voll. Das heißt, die müssen Sie ohnehin sauber machen und in dem Zuge können Sie unter Umständen dann auch schon die Scheibe reinigen. Dann gibt es auch in größeren Intervallen was zu tun und zwar spätestens dann, wenn der Schornsteinfeger sich zur Kehrung anmeldet. Schauen wir uns noch mal kurz das System Kingfire an. Hier haben wir unten wieder den Betonkörper mit eingebauter Feuerstätte und der Schornstein ist aufgesetzt. Üblicherweise kehrt der Schornsteinfeger dann entweder von oben, von der Dachfläche, also der Mündung aus, oder über eine Revisionstür, wie hier dargestellt, auf halber Schornsteinlänge. Alles, was beim Kehren dann nach unten fällt, sehen wir im nächsten Bild, fällt dann nach unten auf diese orange dargestellte Umlenkplatte. Übrigens muss der Schornsteinfeger keine Sorge haben, dass er irgendwas im Ofen kaputt macht oder die Messanschlüsse vom Differenzdruckwächter oder von der Abbrandsteuerung zerstört. Hier in dem linken Bild sieht man, wir haben so eine Metalllasche eingeschweißt, den sogenannten Kugelfang. Bis dorthin kommt der Schornsteinfeger und damit kann er nichts beschädigen. Nichtsdestotrotz ist es so, alles, was dann eben nach unten fällt, fällt auf diese Umlenkplatte. Beim Classico ist das relativ einfach. Also oben im Brennraum, diese weiße Platte, die auf diesen beiden lockeren Metallwinkeln liegt, die kann man einfach so nach vorne herausziehen und dann nach hinten in den Brennraum abkehren. Auch diese Metallwinkel, wie gerade erwähnt, sind nur locker eingelegt. Es empfiehlt sich, die auch dann eben mit abzukehren. Es gibt Kunden, die bauen die Teile aus, stellen dann einen kleinen Eimer in den Brennraum, machen die Tür zu, sodass dann das Kehrgut direkt in den Eimer fällt. Kann man machen. Wichtig ist, dass die Tür auf jeden Fall zu ist, ob jetzt mit oder ohne Eimer. Bei den Modellen Rondo und Lineare haben wir zwei übereinander liegende Umdeckplatten. Oben links im Bild ist die untere. Die wird auch einfach wie beim Classico nach vorne herausgezogen. Und die obere muss sich dann gemeinsam mit den beiden Auflagewinkeln nach unten ausfädeln. Auch da, wie gesagt, empfiehlt es sich, die Teile auszubauen, bevor der Schornsteinfeger kommt. Dann sind die Platten noch ja, nicht so stark schmutzbelastet und man sieht nicht ganz so schlimm aus, wenn man es macht. Hier habe ich als Beispiel mal den Kingfire Grande noch. Der hat als Besonderheit zwei Umlenksteine und die liegen auch nicht auf Metallwinkeln aus, auf, genauso wie auch beim Kanto, sondern auf den seitlichen Wermikulite-Steinen. In der Anleitung ist das auch schön bebildert, dass es eben zwei Stück sind und die muss man eben nach und nach ausbauen.
Oberhalb von diesen beiden Umlenksteinen haben wir noch zwei Prallplatten. Auch die sind in der Anleitung bebildert. Auch die müssen Sie herausholen. So sieht das Ganze aus. Links, also in dem rechten Bild der beiden zuletzt hinzugefügten, haben wir links die beiden Umlenksteine und darüber die Prallplatten, die man eben dann rausbauen muss, weil ansonsten der Schmutz eben darauf läge. Hier empfiehlt es sich auch im Anschluss an diesen Ausbau nochmal einen Staubsauger reinzuhalten. Also so ein Aschesauger macht sich an vielen Stellen da bezahlt. Grundsätzlich lässt sich sagen, richtiger Ofenbetrieb ist keine Raketenwissenschaft. Ja, also wenn Sie sich für das System Schiedl entschieden haben, dann haben Sie eigentlich schon alles richtig gemacht, weil die Bedingungen, die äußeren, einen möglichst geringen Einfluss auf das System haben. Sie wissen, auf welches Wetter Sie achten müssen. Und Sie wissen auch, wie Sie Feuer machen und mit welcher Auflagemenge Sie arbeiten. Luftschiebeeinstellung haben wir ebenfalls besprochen und auch das Thema Reinigung. Das heißt, final bleibt Ihnen hier nur viel Freude mit dem Kielkaminofen zu sehen zu wünschen. Gibt es Ihrerseits noch Fragen? Markus? Also im Chat war aktuell keine Rückfrage. Wir können ja noch einen Augenblick warten. Vielleicht wird die eine oder andere Frage noch formuliert. Ansonsten waren die Ausführungen, glaube ich, sehr deutlich, sehr erklärend, sehr bildreich. Also von daher schauen wir mal, ob sich im Chat hier noch was tut. Wir nehmen auch gern Dank entgegen. Nee, es bleibt weiterhin ruhig bei mir. Ja, Ja. daher glaube ich abschließend, ja, herzlichen Dank für die Ausführungen, für die Erklärungen, vor allem bildhaft und wirklich, man merkt da viel Praxis steckt dahinter. Von meiner Seite herzlichen Dank und Herr Roman Nowak sagt eine sehr gute und praktische Präsentation. Vielen Dank für den Vortrag von Herrn Andreas Lillmann-Töns. Also von daher kann ich den Worten nur folgen. Herzlichen Dank und allen Teilnehmern der Hinweis, es gibt die Möglichkeit, dieses Webinar dann in der Aufnahme in 1 bis 2 Wochen in unserem YouTube-Kanal sich in Ruhe wiederholt nochmal anzuschauen. Auch von Frau Burmeister, herzliches Dankeschön. Alles klar, auch ich sage herzlichen Dank und ergänze noch, dass auch diese Präsentation als PDF verfügbar sein wird. Also man kann also, wenn man sich die Videoaufzeichnung nicht nochmal anschauen möchte, auch das PDF dazu bekommen. Dann Gut. wünsche ich allen Teilnehmern ein schönes Wochenende und herzlichen Dank, Oliver. Danke auch.